war auch der erste Unfall. Also da haben wir dann doch den Kameramann verloren. Ist das Ding an? Hallo, hallo. Kann ich mich. Ja? Ah, das ist denn für ein Stuhl hier? Ein, was ist? 900 Abonnenten. Special. Also, das ist ein Spezial. Na gut. Wenn das, also, ich meine, ich habe eben meine Gage, ja? Ist ja. Okay. Ja, gut. Hallo, ich bin Kurt von Unterboden. Sie sollten meine Produktion kennen. Ja, meine Filme laufen im Kino, im Fernsehen, überall. Selbst im Radio. Kurz zu meiner Person. Schon bei meiner Geburt wussten meine Eltern, dass ich ein großer Produzent werde, ein Schriftsteller, ein Autor, ein Geschichtenschreiber, ein Regisseur. Ich habe Theaterstücke geschrieben, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Also ich habe sie mehr gemalt. Vor ein paar Wochen hat mich dieser Mensch angeschrieben, dass ich ihm noch bei seinem Abonnentenspecial helfen soll. Ich wusste gar nicht, YouTube-Abonnenten, was ist das überhaupt? Was ich von diesen winzigen Zahlen gehört habe, 800, 900, das ist ja lächerlich. Also so viele Leute feuer ich jeden Tag, damit nicht so viele Leute da sind. Exzentrisch, sagen sie. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich bin nicht exzentrisch. Was ist das hier überhaupt für ein Lächeln? Was ist das, was haben sie denn hier? Warum hängen denn die Bilder nicht? Was ist denn da los? Aber, na okay. Ich habe ja gesagt, ich mache das. Ich wurde angeschrieben von diesem Menschen. Ich solle ihm doch helfen bei seinem Abonnenten-Special. 800 Abonnenten hat er gesagt. Dachte ich mir, komm, der Kerl ist sicherlich krank. Also irgendwas hat er. Und deswegen muss ich ihm helfen. Charity-mäßig. Also natürlich habe ich dafür auch Geld bekommen. Na klar. Aber nicht so viel. Er kam dann mit irgendwas von wegen, ja, im Weinberg, in der hiesigen Umgebung etwas zu drehen. Ein Schauspiel, eine Charakterdarstellung, stark überzeichnet, natürlich auch gemischt, fast schizophren mit einigen Einwürfen, das ist wirklich. Und dazu wollte ich jetzt einfach nur mal was erklären, wie das denn, ich soll etwas erklären, wie es zustande kam. Also das erste lustige Gimmick, kann man ja schon fast sagen, war dieses Fahrrad. Es hat ein Heidengeld gekostet, denn bei Fahrrädern, vor allem bei dieser Szene mit dem Fahrrad, der Protagonist, der Charakter, der Hauptdarsteller, er schmeißt das Fahrrad, er tritt das Fahrrad um, das ist schon schwierig. Da haben wir natürlich in der Extra-Anfertigung uns machen lassen für ein Fahrrad, das leicht umkippt, das nicht so schnell kaputt geht. Rahmen verstärkt, Titan einbauen lassen, Fallschutz, Sicherung, es darf ja nicht zu früh umfallen. Hat alles Geld gekostet, ganz viel Geld. Die Sache an der Szene war auch, dass man kann ja nicht einfach jedes Fahrrad nehmen, das geht nicht. Viele Fahrräder gehören ja auch schon Leuten. Und die lassen an nicht, man will es nicht glauben, man kann nicht jedes Fahrrad umdrehen, wenn da jemand drauf sitzt. Na. Naja, er sagte, Geld spielt keine Rolle, also haben wir eben das Fahrrad besorgt, extra dafür anfertigen lassen und ja. Er hat dann unter anderem noch darauf bestanden, dass die Kamera, die er nutzt selbst, es sollte ja so aussehen, als wäre er alleine dort oben. Die ganze Crew hat man ja gar nicht gesehen. Deswegen wollte er eine Kamera haben, aber da er so eine Natur verbunden ist, wollte er, dass die Kamera in einen Stein gefasst ist. Also man sieht es hier in diesen Aufnahmen, wie er da rumläuft mit diesem Stein, mit diesem Kamerastein. Also das war auch wieder ein Heidengeld, was da flöten gegangen ist. Für nichts. Also, wir haben ihm da einen normalen Camcorder empfohlen, aber ja. Also, da muss ich auch nochmal kurz erwähnen mit dem Team. Es hört jetzt nach einer riesigen Mannschaft an. Viele waren es nicht. Es waren jetzt vielleicht 30 Leute oder sowas. Also, mit was für Dimensionen ich da normalerweise zu tun habe, ja. Das war wirklich lächerlich. Dort oben in diesem Weinberg, auf diesem Acker. Also, 30 Leute, da waren 10 Jäger dabei, die natürlich für unsere Sicherheit gesorgt haben, denn da oben sind Schweine. Bären, Elefanten. Einfach mal nur, um Ihnen zu zeigen, wie sauber die Leute gearbeitet haben. Schauen Sie mal kurz hier auf diesem Bild. Wenn man jetzt hier wirklich ranzoomt, ich weiß nicht, ob die Techniker das schaffen, aber ja doch, wenn man hier ranzoomt, ganz, ganz da hinten, schauen Sie mal ganz, ganz genau hin. Aber wirklich, man muss ein Auge dafür haben, ja? Bitte. Wenn man da ganz genau hinguckt, da hinten, da, im rechten Bild, ein Stück rechts, in der rechten Hälfte des Bildes, wenn man da hinsieht, da ist kein Elefant. Ja. Auch kein Schwein. Also ich finde, daran merkt man doch tatsächlich, es wird deutlich, wie gut das Jägerteam dann doch dort arbeiten konnte, wie sie sich, also ja. Und die anderen 20, das war Catering, das war die Maske, Kameramänner, Kamerafrauen. Wir haben ein bunt gemischtes Team. Nationalitäten jeglicher Art, alles. Im weiteren Verlauf hat sich der Schauspieler oft einfach auch zurückgezogen, war in sich gekehrt, saß da, hat überlegt, hat gemurmelt, rumgebrummelt. Er wird anscheinend auch gar nicht so gerne gefilmt. Also es gibt hier diese Aufnahme zum Beispiel, da hat er
gerade für sich eine Pause gemacht, ja. Und dann, als er gemerkt hat, dass der Kameramann dann einfach weiter draufgehalten hat, hat er erst abgewunken und dann ist er doch tatsächlich hin. Und an diesem Tag war auch der erste Unfall. Also da haben wir dann doch den Kameramann verloren. Schade. Nichtsdestotrotz, als dann sich die Gemüter wieder beruhigt haben und diverse Summen an Geld geflossen sind, ging es dann auch weiter. Wir haben, um das auch nochmal klar zu machen, ungefähr 5000 Hektar Land gemietet für diese Aufnahmen. Sieht hier nochmal schön den, aber es war natürlich überhaupt nicht, ich bin nicht pingelig, aber man steht als Regisseur da und denkt sich, was soll das denn? Wir haben dieses Land gebucht, Besenrein. Sieht das Besenrein aus? Ich glaube nicht. Man muss kein Mann vom Fach sein und auch keine Frau vom Fach, um nicht mehr sofort in einer Sekunde sehen zu können, dass das nicht Besenrein ist. Also da werde ich nochmal sprechen. Weil so geht das nicht. Ja? Nee. Hat mir gar nicht gefallen. Wir stehen an einem Ort und dieser Killer wollte, übrigens total verrückt, er wollte als Killer bezeichnet werden. Vom gesamten Team. Also da hat doch jemand, oder hat er da nicht jemand? Der ist doch... Ach, ich dachte schon, er würde, ne, aber er ist halt gar nicht, also er ist nicht da. Diese Szene mit den Geräuschen der Natur, wir mussten doch tatsächlich innerhalb von, lassen Sie mich überlegen, von drei Tagen mussten wir diese Autobahn dahin bauen, damit er diese Szene machen kann. Er ist dann doch immer wieder in sich hinein gerutscht. Wir waren mitten am Drehen, alles lief, die Beleuchtung war an. Die Kamera, alle Kameras sind gelaufen, die Mikrofone, ja, alles war an und dann ist ein Flugzeug übers Set geflogen. Und er nimmt die Kamera und filmt das Flugzeug, wie ein Kind. Also unglaublich, unglaublich, wirklich. Man kann in den Aufnahmen, wie hier jetzt zum Beispiel, fällt es einem gar nicht so auf, was das für ein verdrehter, überzeichneter Charakter ist. Wir waren ein gutes Stück weiter oben auf dem Weinberg, haben gerade die ganzen Busse abgestellt, die Verpflegung alles schön untergehabt, weil da oben können Sie sich vorstellen, wo soll man denn da parken? Also lebensfeindliche Umgebung ist stark untertrieben. Wir waren dann, ist das hier... Was ist das hier überhaupt? Was? Das ist doch kein... Das ist doch Kacke. Ja, ist ja ihr Video. Ja. Wir waren dann dort und wollten gerade diese Szene machen, in der er dann doch tatsächlich da versucht, mit dem Handy an das Fahrrad heranzugehen und das möglicherweise, hier kann man das nochmal sehen, da möglicherweise was zu machen. Kurz nach dieser Szene hat man Vögel gehört und er lässt einfach alles fallen, er hat das Handy weggeschmissen und nimmt die Kamera und filmt. Filmt diese Vögel, wie sie da fliegen. Er ist mitten reingerannt und hat, also dass er nicht geschrien hat wie ein kleines Kind und gelacht hat, war alles. Er steht da in diesem Vogelschwarm und filmt. Wir hatten in dem Moment ganz andere Sorgen. Ja? Das ganze Eis, das wir dabei hatten, das ganze Essen, der Kühlwagen ist ausgefallen, die Kühlung, ach, was war das wieder von der Organisation? Ja, da bin ich natürlich also eigentlich Besseres gewöhnt, aber was kann man auch erwarten von so einer kleinen Produktion? Achso, können Sie das rausschneiden? Ja? Ja. Na, das kommt ja nicht so gut, wenn man als... Egal. Sehr schönes Produktionsteam, hat Spaß gemacht. Wir stehen dann an diesem Steinbruch, haben die Arbeiten wurden extra eingestellt. Dann haben wir 3-4 Statisten einfliegen lassen aus Norwegen, die schon jahrelang auf Baustellen gearbeitet haben, damit wir das möglichst simulieren können. Alles ist am Laufen, die Kameras laufen und dann nimmt er sich wieder eine Kamera und pflückt Blumen für seine Freundin. Wenn ich ja doch mal die Chance hatte, mit ihm alleine zu sprechen, war er also schon anders. Also er stellt sich, in diesem Video hat er sich anders dargestellt. Es war eine Mischung aus ganz vielen Persönlichkeiten eigentlich schon. Ich glaube, dass er da nah an der Schizophrenie kratzt. Also wenn er alleine ist, redet er auch gar nicht so viel. So, sind wir hier dann fertig? Ich muss langsam los. Also wie haben Sie sich das vorgestellt von der Zeit her? Ja, also es reicht. Ja, also es reicht mir jetzt auch. Was ist denn hier was? Wer hat das denn eingerichtet? Sehen Sie das? Warum ist hier ein Speer? Komm, mal aus. Ich bin da mal weg.